Ja, moin, hallo, zurück, willkommen. Na dann, Dreh. Bioshock. So, also, wir haben gemerkt, die Viecher. Love and Embrace. Where we sleep. Die da. Die sollten mich nach Möglichkeit nicht sehen. Die. Mein Vater konnte ich alles sehen, was sein würde, sein könnte und nicht sein darf. Das ist jetzt so ein bisschen Stealth. Gucken, wie ich das hinkriege. Wieso sollte ich aufstehen? Ich glaube, ich mache mehr Lärm, wenn ich aufstehe. Where we lie, here they lie. Ich würde da eigentlich ganz gern hin zu diesem Where we lie. Oder kann ich hinter ihm rum? Nee. Das wird alles ganz schön knapp. Ich scheine hier so gehen zu müssen, wenn ich mir den Riss da so angucke. Where we weep? Where we cleans? Cleanse, glaube ich. Was ist weep? Where we weep? Kind, möchtest du mit mir beten? Nein. Wir werden dich heilen. Ich bin nicht krank. Ein Geist schon. Ich wollte immer nur, dass du dein Potenzial ausschöpfst. Das klingt unanständig. Finde ich gut. Ich habe nicht mehr viel Munition. Das hast du gut erkannt. Ein Schuss habe ich. Where we weep. Diese gleichen. Könnte das sowas wie Trauern heißen? Unser Geist wird geboren, verpestet von Sünden. Manche sind so schlimm, dass sie niemals Vergebung finden. Der Geist muss mit der Wurzel ausgerissen werden. Meine Kinder sind ohne Fehl, ohne Tadel und haben keine Wahl. Denn welchen Wert hat der Wille, wenn der Geist mangelhaft ist? Ich bin Dr. Pennyfuck, Elizabeth, und ich werde mich um dich kümmern. Gehen Sie weg von mir. Immer noch trotzig nach all der Zeit. Der Wind hat dich einfach hier zurückgelassen. Du musst ihn vergessen, Liebes. Er wird kommen. Und er wird seine Wut auf dich niederhageln lassen, wie irgendwas Ekliges. Da hinten, okay. Ich weiß halt echt nicht, ob ich gehockt. Wo kommt das denn jetzt her? leiser bin. Also ich würde vermuten, dass ich nicht rennen darf. Das Testsubjekt muss vernichtet werden. Wir konnten sie nicht im Turm festhalten. Und der Prophet hat dir das Ganze nicht. Es würde wie ein Unfall wirken. Du isst ja gar nichts, Liebes. Hast du irgendetwas? Ich habe keinen Hunger. Früher oder später musst du was essen. Wenn du auf der Witt wartest, verhungerst du. Na komm.
Ah, scheiße! Ich habe das hier auch ganz anders in Erinnerung als was Mülltonne. Ich muss da doch irgendwie rein, oder nicht? Ach so, natürlich. Einfach da weitergehen. Es ist Zeit, Prophet. Selbst wenn wir sie heilen, warum sollte sie tun, was sie sagen? Meine Tochter hat zwei Krankheiten, Doktor. Die eine wird ihre Wissenschaft heilen. Die andere ist spirituell. Was für eine Krankheit ist das? Hoffnung. Where we work. Nö. Versuch doch extra nicht so viel an Arme zu denken. Hummingbirds. Ach, Kolibris, okay. Ach, Quatsch. Erinnert ihr euch noch? Allererste Folge. Da waren da so ein paar davon. Krass. Also ist was. Du hoffst immer noch, dass du mitkommst und dich rettet, was? Es sind jetzt 6 Monate. 6 Monate. Wieso vergeht die Zeit da so viel anders? Das verstehe ich nicht. Okay, kein Problem. Kriegen wir hin. Da ist er. Okay, wir wollen da rein. Gesundheit für Salze. Wenn du deine Salze... Was? Wenn du keine Salze mehr hast, kann... Um Gottes Willen, auf gar keinen Fall. Oh, das wird jetzt richtig knapp. Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld. Aber am Ende muss er für uns alle bezahlen, oder? Wo fängt seine Schuld an? Und wo endet meine? Where we learn. Aber das war ein falscher Hirte.
Und als die Wölfe mich jagten, war er nicht da. Warden's Office, da wollen wir hin. Müssen uns die Genehmigung vom Warden abholen, dann können wir nämlich Elizabeth besuchen. Kennen wir schon. Ich dachte, dass die alle immer was Eigenes wären. Sind sie scheinbar nicht. Sicherheitscenter. Ja, super. Was kann im Sicherheitscenter schon schiefgehen für mich? Schiefgehen für mich. Oh oh. Noch raus. Oder nicht? Mit der Zeit glaube ich immer weniger an Gott. Und immer mehr an Luthes. Meine Kräfte schwinden in dem Maße, wie die Reue in mir wächst. Und all das nur, weil mein Vater mich im Stich ließ. Als mir klar wurde, wie weit ich ging. Steigende Mord los. Jeder erfolgreiche Kill bis zu 5 erhöht die Waffenschaden. Im Vergleich zu... gegangen war, tauschen wir mal. Konnte ich es schon nicht mehr stoppen. Aber es gibt noch eine letzte Chance auf Erlösung. Für uns beide. Es gibt immer eine Chance. Was steht da? Evidence, also. Evidence, dann lassen wir das mal liegen. Das wird jemand brauchen. Ist auch nichts. Da, Warden's Office. Da siehst du. Da ist der Schalter. Ja, aber erstmal. Was ich getan habe, lässt sich nicht ungeschehen machen. Ich kann nicht stoppen, was ich angestoßen habe. Aber vielleicht kann ich verhindern, dass es je anfängt. Er war meine erste Hoffnung. Jetzt ist er meine letzte. So sollte ich runter und zu Elizabeth kommen. Der hat mich damals so erschrocken. Der hat mich so krass erschrocken. Weil ich es auch nicht gerafft habe. Warum kann ich mich... Wieso? Wenn ich meine... Achso, weil ich mir Schaden mache. Das... Ich glaube, jeder, der das gespielt hat, wird sich an diese Stelle erinnern. Weil du kannst dich einfach nicht bewegen. Du kannst dich nicht nach vorne zurück, nur zur Seite. Und halt umdrehen. Aber ich hatte das anders in Erinnerung. Ich hatte das so in Erinnerung, dass sobald man sich zu ihm umdreht, er ihm wirklich einfach ins Gesicht schreit. Richtig laut. Also es ist wieder so ein Ding von in der Erinnerung schlimmer, als es wirklich war dann am Ende. Ich glaube, das wäre wirklich so ein Teil, also hätte ich jetzt in dieser Folge die Schnauze gehalten, hätte das vielleicht nochmal ein bisschen einen anderen Effekt auch gehabt. Zeigt! Morgen kommt die Leine ab.
Denn all das muss einmal ein Ende haben. Aber selbst wenn ich den Siphon zerstöre, werde ich stark genug sein, um alle Türen zu sehen und diejenige zu öffnen, die ich mir aussuche. Und wenn ich ihn herhole, wer kann sagen, ob er gegen die Monster bestehen kann, die ich schuf? Elizabeth, halt durch! Halt durch, Elizabeth! Ich bin auf dem Weg. Ich lasse mich durch nichts aufhalten. Ein Riss? Was ist das? Warum fragen Sie was? Die wahre Frage lautet wann? Lebt, lebte, wird leben. Stirbt, starb, wird sterben. Elizabeth! Siehst, Bucke, leiten die Irren das Irrenhaus. Sie hören nicht mal mehr auf mich. Ich kann nur zusehen, wie sich das, was ich in Bewegung gesetzt habe, seinem Ende entgegentreibt. Ich brauchte meine ganze Kraft, um dich herzuholen. Elizabeth! Ich verstehe nicht. Ich hab dich schreien hören. Ich wollte dich holen. Sind wir... Hier. Nimm meine Hand. Siehst alt aus, Mädchen. Der Spross des Propheten wird den Thron besteigen. Und die Berge der Welt in Flammen hüllen. Sag, was du willst über Comstock. Er war ein höllisch guter Wahrsager. Nicht die Folter hat mich gebrochen. Auch nicht die Indoktrinierung. Es war die Zeit. Die Zeit vernichtet alles, Booker. Selbst die Hoffnung. Ich wollte kommen. Songbird. Er stoppt dich immer. Ich hätte einen Weg gefunden. Nein. Es ist zu spät für mich. Ich hab dich zu deinem Besten hergebracht. Zu euer beider Wohl. Hier. Was ist das? Es ist für sie. Sie wird es entziffern. Was steht da? Es ist ein Hinweis. Was für ein Hinweis? Wie man nicht ich wird. Ich bin zurück. 1912, bevor sie... Es ist noch Zeit. Elizabeth! Ihr zwei da oben, wenn sie sich wehrt, setzt die Maschine ein. Wenn sie einen Riss öffnet, wird es uns leid tun. Comstock, was machen Sie mit ihr? Lassen Sie sie! Mr. DeWitt, wie sagt man in solchen Lagen? Leider zu spät. Zu spät, sagst du? Kann gar nicht sein, ich bin in der Zeit gereist. Ich muss da rein. Da. In der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen, wieder schreien und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Was ein scheiß Ende.